Hallo Leute und ich begrüße euch zu einer Demo, die ich gerade runterlade und ich sag noch nicht, worum es sich handelt. Ich werde auch versuchen, im Titel und in den Thumbnail eine Überraschung werden zu lassen, weil ich werde irgendwann wahrscheinlich dann mal das Thumbnail, ein Thumbnail reinsetzen und den Titel ändern wahrscheinlich. Aber erstmal noch nicht, denn es soll eine Überraschung werden, was ich mir vorgenommen habe. Aber viele wissen vielleicht, worum es sich handeln könnte. Ihr habt vielleicht sogar eine Ahnung. Ich hätte am liebsten eine Cam auch dabei gehabt, aber ich finde gerade meine Cam nicht. Wir werden auf jeden Fall eine Demo spielen, die heute im PlayStation Store wegen der E3 drin ist. Wer jetzt noch nicht weiß, um welches Spiel es sich handelt, der ist immer noch überrascht, was jetzt kommt. Es sind nur noch 20 Sekunden. Ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Ich glaube, das war schon wieder ein Tipp zu viel. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Es geht los. In Anwendung wird nochmal eben schnell installiert. Ihr habt nicht gesehen, was da stand. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt es nicht gesehen. Hoffe ich zumindest mal. Welcome home. Wessen Haus? Kitchen found with the same house as seen in footage. Male Clancy? Bin ich hier? Wir sind nicht die einzigsten. Hey, wer bist du? Und wer bin ich? Du hast die Kamera gerade umgeworfen. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Einige Features. Egal. Capcom! Und mindestens jetzt müsstet ihr es wissen. Es existiert keine Speicherdaten. Sie müssen neue Speicherdaten erstellen, um ihr Spiel zu speichern. Neue Speicherdaten erstellen? Also kann man wenigstens speichern. Sprachausgabe kann man nicht ändern, wird aber wahrscheinlich auch in Deutsch sein. Ich werde es auch auf... Wenn es rauskommt, werde ich es auf jeden Fall auf Deutsch spielen. Die Helligkeit... Also das eine Symbol darf nicht sichtbar sein. Okay, für mich ist es noch sichtbar, aber auf dem Bildschirm, wo die Aufnahme startet, sehe ich es jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich kann auch die Helligkeit nicht weiter runterschrauben. Und wir müssen eine Taste drücken. Tue ich doch mal. Genau. Resident Evil 7, The Beginning Hour. Und ich denke mal, das entkommen sie aus dem Haus. Das ist das Einzige, was wir machen müssen. Das Ganze ist aus der Echtperspektive und Alter, ist das gruselig. Sie haben keine Videokassette.
Ich scheiß mir jetzt schon in die Buchse, Leute. Gucken wir uns mal hier um. Alter, das... Wie geil ist das? Resident Evil, kein Horrorspiel mehr. Am Arsch! Das Spiel ist gruseliger als alle Resident Evil-Teile zusammen, die es vorher schon gab. Klar, als die neuen ist es klar, dass es nicht gruselig ist. Boah! Wir haben keine Waffe, wir können hier... Können. Ich habe gerade Schritte gehört. Alter, ich weiß nicht, worum es geht hier. Ich hab richtig Schiss. Ich gucke mich auch weiter hier um. Hä? Was hast du? Der hat doch gerade die Hand da drauf gelegt. Wer sind denn diese beiden Personen? Wir haben auf jeden Fall eine Taschenlampe. Weil, wo kommt sonst das Licht her, ne? Ah, hier liegt was. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Meinetwegen. Solange du mich nicht meinst. So, was ist das hier? Es fehlt eine Sicherung. Ich will das Zimmer nicht verlassen. Wie gruselig. Wie gruselig. Sorry, wir nicht so langsam spiele. Ernsthaft. Türen, die von alleine zugehen, okay. Boah, ich hätte mir vorher Videomaterial anschauen sollen. Was mache ich hier? Puppen. Boah, ohne Scheiß. Ich bin normalerweise nicht jemand, der solche Spiele spielt. Aber Resident Evil spiele ich ja immer gern. Und... Oh, Alter. Wir können uns nicht sehen. Oh, ich habe Angst. War das mein Schatten? Alter! Ich habe Angst. Ich habe Angst, verdammt nochmal. Boah, krass. Es ist nur ein Puppenfinger. Inventar. Ernsthaft? Untersucht. Ein Puppenfinger. So sieht's aus. Alter, Leute. Was kann man damit machen? Benutzen, wegwerfen. Interessant. Boah, Leute. Am liebsten würde ich jetzt... Boah, ich habe Angst. Ernsthaft. Ich habe Angst. Da oben ist Licht. Alter. Na toll, jetzt muss ich auch noch aufs Toilette. Alter, ich habe Angst. Nee, das ist das erste Mal in Resident Evil, wo ich mir sage, nö, jetzt erstmal Pause. Alter! Selbst Zombie ist nicht so krass. Manchmal muss man einfach irgendwo hinrennen und so. Und ah, ich hätte mir Videomaterial anschauen müssen. Wirklich, ich...
Ich scheiß mir nämlich gerade voll in die Buchs. Deswegen entschuldigt, wenn das Video wirklich nur kurz ist. Aber ich muss mich doch irgendwie wehren können. Eine Bratpfanne. Wenn jemand kommt, ich hau ihm eine Bratpfanne über den Kopf. Genau, so machen wir's. Alter. Ich will hier raus. Ernsthaft! Ernsthaft! Hallo? Ist da jemand? Nein. Geht zu? Komm, geht's. Was ist hier los? Ja, Leute, ich habe jetzt einen Bolzenschneider. Und ich werde weitermachen und es zusammenschneiden, denn boah, ich traue mich gerade nicht weiterzumachen. Ich will wenigstens wissen, worauf ich mich hier einlasse. Nun gut, ich muss eh aufs Klo, denn die Buchs ist voll. Nee, Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mich etwas beruhigt. Ich bin halt noch nie so wirklich, ich habe noch nie richtig Horrorspiele gespielt. Also so richtig Horror wie Outlast ist eigentlich nicht meins. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Muss aber nichts heißen. Verfallenes Haus. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen zu laut war. Sorry, Leute. Vielleicht erlebe ich ja sogar noch ein Horror-Erlebnis, was ich noch nicht gesehen habe. Ah, lecker, habt ihr Hunger? Also, Kakerlaken-Eintopf oder was ist das? Ugh. Ja? Hallo? Wer da? Also schlimmer als PT ist es auf jeden Fall nicht. Was haben wir hier? Oh, lecker, was ist das? Rabe? Hm, lecker Rabe. Ja, lustig durchspielen. Also viel ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ganze Spiel so sein wird, sondern es ist nur wirklich wie wahrscheinlich PT. Man wird wahrscheinlich wieder Waffen haben, man wird wahrscheinlich wieder die Leute, die hier drin sind, retten oder so. Hm. Hier hat jemand sein Mittagessen vergessen. Ich weiß schon, warum gewisse Leute Vegetarier sind.
Warte mal, hier war doch irgendwas, was man nicht öffnen konnte. Irgendwas war hier. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Wozu habe ich denn dann das Puppending? Also das Spiel spielt halt nur mit Jumpscares. Deswegen nehme ich immer einen durch auf. Gehen wir mal nach oben. Gucken uns an, was da oben so los ist. Ich hasse Manaka. Oder wie die heißen, also Puppen. Hasse ich. Okay, ich dachte, da wäre einer weg gewesen, aber war nicht der Fall. Hey Leute! Hi! Na, steht ihr schon lange da? Was? Na, Süße? Ich war's nicht! Ich war's nicht! Alter, ich gehe hier. Ich gehe hier mal. Komm. Alter, wer stellt Puppen hier einfach mir mitten im Weg? Wer macht sowas? Ach man, Leute. Ich hab Angst. Ah, ich kann auch crouchen. Weg hier! Mann, habt ihr das gehört? Wie hier weg, da hat jemand geknurrt. Alter. Oh. Der Relikthaus. 1. Juni. Da steht 2017. Das Spiel spielt natürlich... Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ich bin ein fucking Profi. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Leute, wir sollten nicht hier sein. Wir sollten nicht hier sein. Hört auf mich. Wir sollten umkehren. Aber die Atmosphäre ist so geil. Are we rolling? Alright, let's go. Aber ganz ehrlich, ich denke immer noch, das war wahrscheinlich eher die Leute hier retten wollen. Aber wir haben nur einen gesehen am Anfang. Wir sind der Kameramann. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Ja, ich spuk hier. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this.
to make a great cutaway. Wovon? Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Eintopf. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Hmm. Ah, shit. I know I should have worn my good shoes. Oh. Ich fühle mich mit denen irgendwie ein bisschen entspannter. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clint, Alter! Did you see where Andre went? Nein, habe ich nicht. Woher auch? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich bin schon da, ich bin schon da. Keine Angst. Ich werde jeden, der mir entgegenkommt, mit der Kamera 1 überbraten. Ist das okay? What the fuck was that? Did you hear that? Ja. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Was denn? Was siehst du? You gotta be fucking kidding me. Ernsthaft? All right, new Nein. deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Können wir nicht einfach sofort gehen? Ich sag's nur ungern, aber ich bin nicht gerne hier. Ach was, ich sag's gerne. Ich will hier weg. Junge. Was? You first. Was? Nice hero shot of me. Komm, coming down hier. The ladder. So, you first. Geh du zuerst. Was? Nein. Ah. Dein Ernst? Okay. What do you see? What is it? Eine Leiter. Andre? Bitte was? Ich werde dich an deinen Steinen, an den Steinen zerschmettern. Hieß das nicht vorhin was anderes? So. Alter. Ah ja, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Genau. Ich will hier nur weg. Aber meinetwegen kann das Spiel wirklich so Teil-Teil sein, so... In dieser Sicht halt? Better them than me. Okay. Ich habe ihn gesehen.
Und, sorry übrigens wegen dem Homer. Und ich muss sagen, ich habe vor dem jetzt keine Angst. Ich habe gesehen, wer das ist. Gerade. Es ist zumindest menschlich gerade. Es sah nicht aus wie ein Mutant. Und ich will einfach nur hier raus. Einfach. Machst du das mit Absicht? Alter, ich will doch nur hier raus. Ich will nach draußen. Ach, bitte, 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 oh, komm. Please open the door. Oh. Welcome to the family, son. Oh. Still. We gotta get the hell out of here. Look behind you. Familie erwartet Sie. Frühjahr 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Hashtag RE7. Die Frage ist jetzt, wie wird das Spiel sein? Viel sehen konnte man jetzt nicht, so wie das Spiel am Ende sein wird. Man weiß nur, es wird wahrscheinlich wieder Back to the Roots. Gruselig. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, ohne Scheiß, ist entspannt. Da ich weiß, dass da unten niemand mehr rumlief. Und selbst der Typ, ich habe den Typen gesehen und ich hatte keine Angst mehr zum Glück. Weil es war ein Mensch, ihr habt ihn ja gesehen, ist menschlich ein bisschen missgestaltet. Aber, ja. Sorry, dass ich es hinterher nicht ganz blind gespielt habe, aber ich... Das wären sonst zwei Parts geworden. So haben wir es in einem Rutsch durch. Ich habe mich dennoch noch erschrocken bei den Puppen. Oh ja, das... Das habe ich nicht kommen sehen. Also... Dass die eine Puppe runterfällt, das wusste ich, aber da habe ich mich trotzdem wieder tierisch erschreckt. Ich frage mich immer noch, wozu war dieser Finger, diese Puppenfinger da eigentlich? Das werde ich wohl nie erfahren. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Oh mein Gott, mein Herz. Aber ich denke mal, wenn man es kennt, dann ist es nicht mehr ganz so gruselig. Zum Glück. Ich hätte es vielleicht weiter so spielen sollen mit der Angst, die ich hatte, aber... nee, sorry, Leute. Also, ich bin nicht so der Fan von Horror. Eigentlich schon, wenn andere spielen. Aber ich trau mich nicht. Ah, auf jeden Fall danke, dass ihr zugeschaut habt und... Ihr könnt gerne schreiben, wie ihr dieses Resident Evil findet, was ihr erwartet, ob es wirklich so aussehen wird. Ihr habt euer Horror zurück. Das wird 100% keine Action. 100%. Obwohl ich dachte eigentlich, dass Revelations mehr die Gruselschiene fahren würde. Aber okay. Wir sehen uns in einem anderen Projekt dann wieder.